So Freunde, Tag 6 meiner Reise und ich habe hier schon was in der Hand. Ich bin bei Rita Kruse angekommen. Gleich mal überreichen. Bitteschön. Dankeschön. Ja, hier machen wir jetzt nicht unbedingt die Aufnahmen. Hallo. Von der Bevölkerung, sage ich jetzt einmal. Die werden das ganze Video ansonsten bis auf jetzt eben im Hintergrund bleiben. Aber vielleicht mit kommentieren, oder? Das geht? Das machen wir. Ja, ganz genau. Also, und wir machen heute auch wieder eine kleine Rundreise, so wie in Dortmund. Dortmund war es, ja, ganz genau. Ja, dann hätte ich mal gesagt, ich schau mal, was der Tag bringt. Und Gruß an Philipp an dieser Stelle. Die haben mein Auto gehört und sofort wurde Kaffee gemacht. Ja, so geht's auch. Entschuldigung, ab und zu muss ich Philipp immer noch ärgern. Ups. Also eine nette kleine Grillhütte haben sie hier mit schöner Sitzecke. Und schauen wir uns ganz einfach ganz kurz mal um. Feuerplatte Nonplusultra mittlerweile, wenn man viele Leute schnell verköstigen will. An Bräu King Baron. Natürlich eine Weberkugel, mein Lieblingsgerät. Ein El Fuego. Ja. Und sogar noch Kochplatten haben sie hier draußen. Okay. Ha, so eine Fritteuse muss ich mir auch irgendwann einmal zulegen für draußen. Das da unten sind alles Räucherchips. Ja. Gut ausgestattet, würde ich mal sagen. Verschiedene Stärken, ne? Ja, eine Flame Station haben es auch und auf den Zug sind sie auch aufgesprungen. Mini Kamado. Ja. Also, klein, aber fein. Wird mir auch gefallen. Besonders mit dieser Sitzecke hier herin. Schön mit Paletten, also sehr gemütlich. Was mich hier freut, wir machen hier gerade wirklich ein kleines Gewürztasting. Brauchst nicht zu weit wegrutschen. Nee, ich fahre nicht so weit hin. Was hast du gerade gesagt mit den Gewürzen? Wiederhol das mal. Ich weiß nicht, das schmeckt gut auf Pizza. Das ist, man kann das alles probieren. Nein, du kommst dir vor wie? Auf der Grillmeisterschaft, da muss man auch immer Gewürze probieren. Ja, ganz genau. Und ja, hier geht es natürlich weiter. Ja, Freunde, jetzt machen wir einen kleinen Rundtrip hier, inklusive Mini-Holland-Tour. Ja, und schauen wir mal, was wir hier so alles sehen. Unterwegs sind wir übrigens in einem Mini-Cooper. Die Ems-Zufahrtsweg zur Meiernwerft oder andersrum. Aha. Haben die gerade nicht ein bisschen wenig Wasser? Ich stelle mir auf. Ja. Das ist ein Problem. Und da guckst du dann aufs offene Wasser. Ja, Leute, und ja, einen kleinen Rundblick für die Leute, wo hier ja, aus meiner Gegend kommen, sage ich jetzt einmal, wo alles hügelig und bergig ist. Ich halte einfach mal die Cam aus dem Dach raus. Also man kann hier wirklich sehr weit gucken, wenn nicht gerade ein paar Bäume im Weg sind. Aus dem Hintergrund, wo sind wir hier? In Ditzum. In wo? In Ditzum. Ditzum, okay. Also irgendwo an dem Ems-Kanal, habe ich das richtig gesagt? An der Ems, ja. An der Ems. An der Ems, okay. Jo, einfach mal ein bisschen umgucken hier. Also wie gesagt, das sind jetzt so für Leute wie mich Aufnahmen, die eigentlich so mit dem Meer und so weniger zu tun haben. Aber man kann das alles als kulturelle Bereicherung sehen.
Da hinten hast du das Sperrwerk von Gandersum. Da muss immer der Kreuzfahrtriese, der Meierwerf, durch. Wird die Ems aufgestaut, wenn das Schiff rausgeht. Ja. Also ganz da hinten. Ja. Ich glaube, jetzt kommt die AIDA. Na, wo filme ich denn gerade? Ach, keine Ahnung. Die Sonne blendet wieder so ins Display rein, Leute. Ich sehe so gut wie gar nichts, was ich hier aufnehme. Ja, ein paar Segelboote. Bevor ich jetzt viel schwätze, wir sind anscheinend hier. Und so sieht es aus, aber das Wasser ist halt jetzt gerade weg. Und ich sehe schon wieder absolut nichts auf dem Display. Also andere Seite war Emden, gell? Emden, ja. Und da drüben ist irgendwie Holland. Jo, leider gerade Ebbe, aber macht ja nichts. Gesehen haben wir es. Man kann sagen, man war am Meer ohne Wasser. So Freunde, jetzt gehe ich mal holländisch shoppen, also in Holland zum Shoppen. Mal gucken, ob ich irgendwas sehe, was ich unbedingt brauche. Lol, so Vanillepudding und so Zeug im Tetrapack. Naja, ich hau mal so einen Vanille-Erdbeer heute Abend ins Gesicht. Also den kaufe ich mir jetzt ein. Also so verfressen, wie ich jetzt hier bin, muss ich mir hier doch gerade Kroketten geben und die einfach mal ausprobieren. Was haben sie noch alles? Ah, keine Ahnung, einfach mal ausprobieren. Also das war jetzt gerade so eine, was, Frikadelle? Gulasch-Krokette. Ja, Gulasch-Krokette, nicht Frikadelle. Ja, und jetzt haben wir hier eine normale Krokette und... Also ich glaube, ich habe es ja schon irgendwann einmal in einem Video gesagt, dass ich mich von den Kroketten vom vom Kochlöffel dort fressen kann. Und oh, die Dinger sind genauso geil. Bitte. Ich wollte mir jetzt wirklich noch so eine Krokette holen, aber die Gastgeberin hat an mir gezerrt und gerissen und mich ins Auto reingeschoben und gesagt, sonst magst du das Dreieck-Age-Schweinchen später nicht mehr. Ja, also zu viel Essen jetzt vorher ist auch nix. Ja, was soll ich sagen? Eben kurzer Besuch in Holland und ja, jetzt geht's weiter. Freunde, jetzt bin ich ja gespannt. Es hat geheißen, mir zeigt man jetzt eine... Ja, ziemlich kleine Brücke. Ja. Und die Ampel über die Brücke ist schon rot. Schauen wir mal. Also Maximalbreite 1,08 Meter. Maximalbreite zugelassen 1,80 Meter und maximal 2 Tonnen. Oh, 1,80 Meter. Es ist grün. Ich halte mal die Cam hier raus. Ja, da sehe ich dann wieder selber nichts auf dem Display. Leute, schaut euch diese Brücke an. Und wir hocken in einem Mini Cooper. Ja. Ey, wer baut so eine kleine Brücke? Das ist ja der Hammer. Ist cool, oder? Ja. Lustig, ja? Sind die jetzt auch drüber gefahren? Ja, die haben ja alle hinter uns her. Der Karre, die Karre hatte doch mehr als 1,80 Meter Breite. Ja, ich weiß es nicht. Hat gepasst. Vielleicht wahrscheinlich hat Spiegel angeklappt und Augen ja, zu und durch. So ungefähr. Hardcore. Die haben sich jetzt schon was für die Rundfahrt hier einfallen lassen. Jetzt stehen wir hier an so einer Fähre und mal gucken, ob da jemand da ist, ob wir mit der Fähre rüberfahren können, inklusive Auto. Oh, schade. Montag, Dienstag, Ruhetag. Naja, dann fahren wir halt eventuell nochmal über die kleine Brücke oder ja, so ähnlich. Fotos habe ich da ja eh nicht gemacht, weil ich ja gefilmt habe. So Leute, Rundreise mit Mini beendet und ich würde mal sagen, jetzt so langsam geht's dann ans Essen machen. Keine Antwort, lädt aus. Ja, bisschen was in Holland geshoppt und wir sehen uns nachher. Leute,
Nicht, dass ihr denkt, ich bin hier nur am Saufen überall. Heute gibt's bloß eine Limo. Leute, ich hab grad. Ich darf dich wirklich mit auf ins Bild? Ja. Wow, ich hab die Erlaubnis bekommen. Ich nicht. Bitte? Ihr nicht. Ja, also, wir fangen jetzt definitiv an, überlegen gerade eben noch, mit was wir anfangen. Aber dazu gibt es jetzt erstmal die kleine Übersicht. Jo, dann sag uns doch ganz einfach mal, was wir hier alles haben. Fangen wir hier an. Dry Edge Cutlet vom Schwein. Ja. Flanksteak. Ja. Feigen, Käse, Senf, Pfeffer, Salz, Fischstäbchen und Bacon. Wenn ich den erwischt, der diese Idee gehabt hat. Zwiebeln, Zuckererbsen, Butter und Zucker. Und Zucker. Und drinnen hast du auch noch was vorbereitet? Das sind die Kartoffelspalten im Backofen. Ah, Kartoffelspalten. Sehr gut. Und du bist schon fotogen. Auch in der Cam. Dann machen wir es wie bei meinem Freund, wo ich nie einen Kaffee krieg. Wir fangen hinter der Theke an. Hinter der Theke, ja. Und werden ganz einfach unsere Fischstäbchen in ein Bacon einwickeln, die mal auf den Grill schmeißen und gucken, wie die werden und hinterher schmecken. Also da bin ich ja wirklich gespannt. Hey Beef Buddy, das geht aber wesentlich schneller als bei dir. Hast du das gesehen? So rollt man ein. Ja, nicht sauer sein, aber so manchmal machen so kleine Seitenhiebe wirklich Spaß. Wir haben ja hier zwei verschiedene. Ich nehme an, das sind die ganz normalen, was man eigentlich jeder kennt. Und die hier sind im Backteig. Ja gut. Also auch wie letztens bei den Frühlingsrollen kann man nicht davon ausgehen, dass die knusprig werden. Aber naja, wer weiß, vielleicht werden die auch so lecker. Also wir haben uns entschieden, die auf der Griddleplate zu machen. Rausbrutzeln, umdrehen, brutzeln, ja, und dann schnabulieren. Dasselbe mit dem Mädel. Ich springe ihn auf, fange ihn an, machen weiter und ich bin zu langsam mit der Cam. Ja, wunderbar. Ich glaube, die werden besser. Bestimmt. Aber ich denke mal, auf der Platte dürfte es auch wesentlich besser funktionieren, als wenn wir es jetzt nur auf dem Rost gelegt haben. Ja. Haben, hätten. Miau. Miau. Wo ist denn nicht geheuer? Und wieder zu langsam. Ja, wie lange waren die drauf? 5 Minuten. 5 Minuten in etwa. Also 5 Minuten beim guten Grill. 10 Minuten beim, ja, so einen wie ich daheim habe. Aber wir werden jetzt probieren. So Leute, gut, dass wir heute wieder hier weibliche Unterstützung hatten, weil ich hätte jetzt wahrscheinlich tot gebraten. Einfach mal probieren. Das normale Fischstäbchen in Bacon. Das ist Fisch. Fisch in Bacon. Du magst keinen Fisch. Backteig. Ich mag hier. Die Variante im Backteig angenehmer. Und mit einer Emulade wäre das wahrscheinlich noch besser. Also ich bin der Meinung, man kann es essen. Leicht gewöhnungsbedürftig, aber definitiv mal was anderes. Ja,
Das war jetzt der erste Abschnitt und nachher geht es ja mit dem anderen Essen weiter. Kleiner Fischnachtrag. Also mit Remoulade obendrauf. Es ist zu euch wirklich gut. Lach du nur, mir schmeckt es wirklich. Ja. Mhm. Mir auch. Ja, Freunde, die Dry-Aged Schweinekoteletts kommen da drüben in den Oberhitzegrill. Tada! Eine Flamestation hat er. Ja. Und dann gucken wir mal, was es dazu gibt. Jawohl, und rein mit dem guten Stück. Man hat natürlich jetzt die Schwarte etwas weggeschnitten. Die werden aber definitiv nicht weggehauen. Die werden hier weiterverwendet. Also keine Panik, Leute. Auch hier wird nichts verschwendet. Ja, jetzt hat's mitgerissen. Da wurde es auch schon umgedreht. Und nachher dann noch auf den Grill grad ziehen? Ja. Jawohl. Wir werden sehen. Ja, nebendran kommen hier schon die Zuckerschoten, Zuckererbsen in die Pfanne. Wie gehst du da weiter vor? Ich mache da ein bisschen Zucker dran, ja. Salz und Pfeffer und unten drin ist Butter. Ah, sehr lecker. Und dann werden die nur angebraten, sodass sie noch ein bisschen Biss haben und dann gibt's hier. Habt ihr schon mal Bini probiert? Kriegen wir ja nicht. Kriegt sie nicht? Oh, schade, schade, schade. Aber Zuckererbsen, oh was Leckeres. Was mir doch etwas auffällt, was auch hier gesagt worden ist, das Rind sich schneller bräunen lässt als so ein Schweinderl. Hat da noch jemand Erfahrungen? Bitte unten, ja, da unten in die Kommentare. Jo. Ab in den Grill. Ach, das war schon das zweite? Ja, sicher. Die Hand war schneller wie das Auge. Das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Da geht doch was vorwärts. Liebe Freunde, Vorspeise könnte man sagen, unsere Fischstäbchen im Becken. Hauptgang oder erster Gang werden jetzt diese Dry-Aged-Schweinekoteletts mit Zuckererbsen und Kartoffelspalten. Ja, und dann der zweite Gang werden dann Flanksteaks mit Strindberg Art, ja. Ich werde nachher sehen, was es ist. Wer es noch nicht kennt, der dann auch. Alle anderen wissen da wahrscheinlich schon Bescheid. Ja, ich lasse mich überraschen. Und einen Nachtisch habe ich mir heute in Holland auch noch mitgenommen. Das gucken wir uns dann auch noch an. Aus Holland ist dann der Nachtisch. Also einen normalen Nachtisch, wurde mir gerade gesagt, gibt es da auch noch. Schauen wir mal. So, meine Lieben. Schweinekotelett dry-aged. Mhm. Ja, und der Rest halt. Ich schneide mir jetzt einfach mal was runter und dann probieren wir. Ja. Das ist anstrengend manchmal. Ja, nebenbei natürlich unterhalten. Leute, nach dem Essen. So, Freunde, jetzt kommen wir zu dem schnellen Fazit von dem ersten und letzten Gang. Es gibt dann bloß noch Nachtisch. Wir sind alle so pappensatt.
es bringt nichts, wenn wir jetzt noch die Flanks machen. Wenn man was macht, soll man es auch essen. Und nee, das wäre definitiv zu viel. Oder? Ja. Ja, wir sind alle satt. Ihr auch? Ja. Also einstimmig satt. Jetzt gibt es noch den Nachtisch. Ah ja, im Fazit muss ich ja sprechen. Das Dry-Aged Schweine-Kotelett. Sehr lecker. Ganz anders als wenn man so Nackensteak, Nackenkotelett oder normales Kotelett einfach auf den Grill schmeißt. Ganz andere Konsistenz, also brutal gut. Hat mir sehr gut gefallen. Die Zuckererbsen waren natürlich auch hervorragend. Genauso wie die Kartoffelspalten. Ja, aber das ist was, das wisst ihr ja von mir zu Hause. Ja, wieder wie zu Hause. Das ist auf einmal da. Ja. Und dann würde ich jetzt sagen, machen wir weiter. Da drüben. Nachts mit Beleuchtung. Ich glaube, ich gehe auf die andere Seite von der Theke. Jo, da werden jetzt die Feigen geschnitten. Eingeschnitten. Okay. Na, da bin ich ja gespannt. Also ich persönlich habe sowas noch nicht gemacht mit Feigen. Also sozusagen Strunk ab und kreuzförmig einschneiden. Dann haben wir hier noch Walnüsse, halbierte. Und ein Frischkäse. Mit was macht ihr das sonst? Ziegenkäse. Ziegenfrischkäse. Ziegenfrischkäse. Ja, da war ich jetzt etwas vorsichtig und habe mir normal Frischkäse gewünscht. Löffel. Geht genauso. Einmal ohne. Da hinten kommen schon wieder die Extrawünsche. Aha, einfach bloß so ein bisschen oben rein. Ja. Okay. Und wenn ich den Löffel gleich kriege, den ich haben will, der kommt. Schauen wir uns das noch mit dem Löffel an. Genau. Hand. Danke. Ja. Okay, Leute. Dann haben wir diesen Arbeitsschritt auch gesehen. Dann kommen die Walnüsse ins Spiel. Und da hinten knistert schon wieder der Oberhitzegrill. Gut. Okay. Jo. Und ganz unten kommen die rein. Ganz nach unten. Ganz nach unten. Und wie lange brauchen die in etwa? Ein paar Minuten nur, 3-4 Minuten. Jo, dann schauen wir uns das doch nach 3-4 Minuten. Wieder an. Oh, jetzt habe ich noch einen Spothalter hier. Leute, das sieht doch mal ganz lecker aus. Jetzt wird gerade noch ein Honig geholt. Und dann kommt, glaube ich, da noch ein Honig drüber. Mhm. Jo, da sind sie. Dankeschön. Bitte. Dann werden wir uns das mal schmecken lassen. Ich glaube, ich schaue jetzt erst den anderen zu, wie die das essen. Wie isst man das? Komplett. Mit Schale. Ja, ja, mit Schale. Du kannst das komplett essen. Ja. Ich mag keine Schale. Doch, die kannst du so mit. Nein, ich mag keine Schale. Ich probiere mir hier jetzt mal. Ich probiere mir jetzt einfach hier mal irgendwie was ja, wegzurupfen. Ich hab gar keine Nuss gekriegt. Was ist mit dem Frischkäse? Oh, das gibt's eine kleine Gabel.
Also ihr sagt, sie kann man mit Schale essen? Ja. Das ist auch sehr lecker. Was ist denn, sonst hol ich dir ein Messer. Entschuldigung, ich habe sowas noch nie gegessen. Das macht nichts. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe es geschafft. Muss man wirklich die Schale mitessen? Ja, die essen die auch mit. Ist es normal, dass man da so lange rumkaut? Ich weiß nicht, wie lange die anderen kauen, aber eigentlich kann man die mitessen. Ich habe die auch schon mitgegessen. Okay. Ich erlaube mir jetzt einfach die Feige aus der Schale runter zu pulen und das Innere. Leute, egal, ich pull mir da jetzt keinen ab, ich esse es jetzt auch mit Schale. Jetzt weiß ich, warum sie es mit Schale essen. So, Freunde, die Feige war auch hervorragend lecker und wir machen jetzt dann noch ein Live-Video und da gibt es dann noch dieses, was ich in Holland drüben mitgebracht habe. Ich weiß zwar auch noch nicht, wie das dann aussieht, aber da nehme ich dann die Cam noch mal kurz in die Hand und leuchte auch einmal drauf. Und ansonsten, auch hier war es wunderschön, auch mit dieser Rundfahrt. Leute, ihr seid klasse. Danke. Ja, und morgen geht es dann weiter und im Anhang jetzt kommt dann halt noch dieses kurzes Stückchen mit dem holländischen Nachtisch. Holländischen Nachtisch. So, Freunde, jetzt mache ich auch gleichzeitig noch Live-Video. Jetzt tanzt Schatz hier auf dem Tisch. Ja, könnt ihr auch noch Live-Video miterleben. Und was haben wir hier Schönes? Was ist das genau? Das ist Vanillepudding mit Rum-Rosinen. Und wie spricht man das aus? Richard? Rum-Rosinen-Fla. Fla. Fla, ja. Fla-Pudding anscheinend. Ja, das ist Pudding. Jo. Dann würde ich mal sagen, aufmachen, ab in die Schüssel und rin in heiß. Jo. Ich darf leider die Cam nicht schwenken. Hier gegenüber sitzen nochmal 4 Leute. Die amüsieren sich prächtig. Ihr könnt ruhig auch was sagen. Also. Die trauen sich auch nicht. Ich habe das nur wegen Dirk gemacht, weil ich mich vorhin so nett mit die Mutter halten habe am Telefon. Das ist ja wirklich Pudding, was da aus der Box rauskommt. Aus dem Tetrapack. Das mache ich jetzt nur für meinen Schatz. Ahne, du nicht mit Rum-Rosinen, ne? Richard, du? Also Leute, wenn er nach Holland kommt, Fla im Supermarkt, Pudding im Tetrapack. Jo. Und in diesem Sinne bin ich mit diesem Tourvideo fertig, Tag 6. Wir sehen uns Tag 7. Ciao. Tschüss. Jo.